can I do? Hmm? Yeah, right away. Okay. What can I do? Happily. Also. Ich hab bloß nichts anderes übrig. Das war der falsche. Den da hätte ich gerne. Der da geht mir gerade auf die Nerven. Für Taumaturge sind die aber ziemlich mönchig irgendwie. Yes? I'd be glad to. Achso, da hat sich einer in so einem Heiligtum versteckt. Yeah? Oh? So, dankeschön. Mhm. Absolutely. Jetzt sind wieder alle nackig. Aber wir können das Ding hier in die Luft jagen, oder? Alchemistische Ladung platzieren und in Sicherheit bringen, genau. So, inneren Mysterien. Ich habe den Leitkörper der südlichen Eingeweiden durch geschickten Einsatz von Bomben zerstört. Ich habe eine alchemistische Ladung gehalten, mit deren Hilfe das Vulkangestein auf den Schwarzen Inseln zerstört wurde. Es wird gewiss ausreichen, um den Gallenleitkörper zu zerstören. Mhm. Hier ist übrigens noch eine Tür, die ich nicht aufkrieg. Ach, wieder Wurmhunde. Let's take a look. Aber jetzt erstmal Feuchtspuren oder leuchtende Spuren. Adolf, bomb mal das Ding weg. Cassina, Steinhardt. Au, da ist eine Säule runtergekommen. Oh, Fenrir, stell dich tot. Ach, Alof, versuch's mit Feuer. Weg da.
Dahinter. Alof, was haben wir noch? So. Ein Speer, was hast du noch so zu mieten gerade? Ein paar windende Tentakel. Confound it! It usually works. I cannot whack him any harder. Oh ja, die sind böse, die Dinger. Perfecto, it's done. And there's no lingering doubt to torment us later. Perfetto, es ist getan. Hä? Also, was? Fasina meinte gerade. Perfetto, es ist getan und keine Zweifel, die uns später plagen werden. Es ist einfach, wenn man sie zuerst vergiftet, was? Das hat Eder doch vorhin schon gemeint. Ja, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Oh Gott, wieder ein Rätselteil. Was diesmal? Die Geschichte von Eora Band 15 mittlerweile. Band 13. Der fahrende Traumwandlerin. Gewährt Gelage der Träume, Heimlichkeit und Athletik. Der Träger versetzt sein Ziel in den Schlaf, begibt sich in dessen Träume. Während er schläft, teilt sich der Träger mit der Zeit und ist unangreifbar. Kann jetzt auch selbst auch nicht agieren. Hm. Nett. Guter Plattenpanzer, ein paar Zauberspruchrollen. Okay, das dürfte die Türe hier unten öffnen. Damit komme ich in den Bereich hier und kann hier die Galle abstellen wahrscheinlich. Ah, yeah. Was ist hier drin? Samen der Täuschung. Ich habe etwas gefunden, das ein Teil eines arkanen Artefakts sein könnte. Ah ja, also das erste Teil. Gut. Das heißt, wieder die Questgegenstände. Äußeres Gottesfragment. Gottessamenfragment. Dieser Kupferrahmen ist mit üppigen Steinen versehen. Kleine filigrane Runen scheinen sich direkt unter der polierten Oberfläche des Steins zu bewegen. Er fühlt sich dezent warm an. Mhm. Doch noch Zeit, bitte. Mist. Naja, raustun kann ich sie leider nicht. Also hier ist 13, 15, 14 und wo ist 16? Da ist 16. Okay, 13. Die letzte Eiszeit. Und so wurde der Widmarf zum gehenden Schlund, durch den Rümgrand atmete. Die Bestie verschlang die Seelen des Todesbewohners und atmete eine entsetzliche Kälte aus, die über den Medenarchipel hinwegfegte. Innerhalb von 3 Monaten war Nekatak in glitzerndes Eis eingeschlossen und nach 6 verschwand Okaiso unter einer Düne aus kristallenem Schnee. Okay. Das war die letzte Eiszeit. Dann haben wir das Verschwinden der Gottähnlichen. 10.000 der mit Feuer ge-
krönten Feen auf die Knie und mit Hilfe ihrer Kraft rief Makran ein Inferno aus den Himmeln herbei. Ondras Liebste lösten sich zu einer Flutwelle auf, die Raotai verschlang und Galarains Kinder. Aha. Das war 14. Was ist mit 12 eigentlich? Die Rückeroberung des Landes der Lebenden. Die Streitkräfte der Gläubigen verließen Edir, während die mahnenden Worte des Emekwin noch in ihren Ohren rangen. Lass die mürrischen primitiven Menschen dieses gesetzlosen Kontinents nicht weiter ohne die leitende Hand der Königin, die einst war und wieder sein wird, leiden. Befreit sie von ihrer Wildheit, auf dass sie sich unsere Zivilisation anschließen und schon bald die Früchte ihrer neu gewonnenen Frömmigkeit ernten können. So wie eure Königin es von euch verlangt, verlange es auch ich. Nehmt die Bürde des Reiches auf euch, befreit sie von sich selbst. Ah, der Tromvoidikas. Gefertigt aus Splittern von Ingwiv und zur Materie gewonnener ängstlicher Hingabe überschritt der Thron die Grenzen des Seaseids, des Zwischenreichs und des Jenseits und alle drei wurden gezwungen, sich ihm zu unterwerfen. Sie flehten, alle flehten, die sie einst göttlich und ihre Anhänger, aber ihre einzige Gnade fanden sie im Tod und in der Wiedergeburt als ihre Bittsteller. Mhm. Und das Ende der Götter. Und in den letzten stillen Stunde kam ein Ruf aus dem Nichts. Wer ist da? Fragte die Stimme des Nichts und niemand antwortete. Ein Chor aus Wind begann in die Stille eine neue Melodie zu blasen und sein Echo hallte im Nichts wieder. Das Nichts antwortete mit einem Flüstern und dem Anfang eines Wortes. Mhm. Okay, welche können wir Auf diesem Pool steht, die Götter haben sie verloren, aber wir werden sie wiederfinden. Oh, ach so, 11 können wir auch hier platzieren. Mhm. Was haben wir noch? Sie halten ihre Andersartigkeit für einen Segen, wenn es doch nur ein Brandmal ist. Das klingt eigentlich fast nach dem Verschwinden der Gottähnlichen, aber gucken wir mal weiter. Der Tod kommt irgendwann für alle. Mhm. Und in ihrer Angst werden sie ihr Macht geben und um Schutz bitten. Aber sie wird ihnen nur Befehle erteilen. Das ist Vodika. Das ist der Thron der Vodika. Nehmen wir das Buch mal lieber mit. Und gehen es nochmal durch. Blablabla. Thron des Diesseits. Im Tod und in der Wiedergeburt als ihre Bittsteller. Ja, das ist auf jeden Fall Vodika. Das Verschwinden der Gottähnlichen. 10.000 der mit Feuer gekrönten Feen auf die Knie und mit Hilfe ihrer Kraft rief Makran im Ferne aus den Himmel herbei. Ondras Liebste lösten sich zu einer Flutwelle auf, die Raotai verschlang und Galarains Kinder. Ja, das ist das mit den Gottähnlichen, mit dem Gebranntmark. Und das hier ist Yusa. Sie erinnern sich nicht an uns, sie waren einst wir oder wir waren einst sie. Vor dem Aufstieg, vor der Zerstörung, vor dem Sturm. Nur sind wir Fremde, unsere Begrüßungen reduziert auf den unverständlichen Ausstoß von Tönen. Aber sie werden sich erinnern, wir werden sie daran erinnern und wir werden über die Arbeit urteilen, die sie in unserer langen Abwesenheit verrichtet haben. Sie sollen hoffen, dass wir sie für ausreichend befinden. Das klingt nach dem Wiederfinden. Also ja, das ist Voidika auf jeden Fall. Thron. Gut, dann haben wir das mit dem... Ja. Sie halten ihre Andersartigkeit für einen Segen, wenn es doch nur ein Brandmal ist. Das ist das Verschwinden der Gottähnlichen. So, das hier. Die Götter haben sie verloren, aber wir werden sie wiederfinden. Das klingt nach der Wiederentdeckung von Jesua. Und das letzte ist, der Tod kommt irgendwann für alle. Das Ende der Götter oder... Das Ende der Götter. Und in der letzten stillen Stunde kam ein Ruf aus dem Nichts. Wer ist da? Fragte die Stimme des Nichts und niemand antwortete.
Ein Chor aus Wind begann und die Stille eine neue Melodie zu blasen, und sein Echo hatte ihm nichts wieder. Das Nichts antwortete mit einem Flüstern und dem Anfang eines Wortes. Ich würde mal sagen, das ist das Ende der Götter.